So, und da auf der Obstwiese, besser gesagt Apfelwiese, da habe ich auch heuer gezeigt, wie viele Äpfel wir gehabt haben. Das war echt super. Tolle Qualität, wirklich robuste Äpfel, uralte Sorten. Und da habe ich einen kleinen Apfelbaum. Den habe ich auch in der Stadt in meinem Garten gehabt. Der ist dort auch nicht gut gewachsen, weil es viel zu nahe von der Hausmauer und zu wenig Licht gehabt hat. Und jetzt ist er bei seiner Familie sozusagen lauter Apfelbäume. Ja. Und da haben wir einen uralten Birnenbaum. Da bin ich heuer raufgestiegen und habe einmal die ganzen Äste von den Tannen und Fichten weggeschnitten, dass er mehr Licht hat. Ich hoffe, dass er heuer mehr Birnen hat, als wie voriges Jahr. Die sind super gut gewesen, aber leider glaube ich nur 20 oder 25 Stück. Also nicht so viel, aber schauen wir mal, wie er sich heuer tut. Und ja. So. Und ich gehe jetzt rein. Muss einmal einen Schluck Kaffee machen. Der Franzi tut da weiterarbeiten. Ja, da habe ich heute ein Vogelhäuschen aufgehängt, weil wir haben ja sehr viele kleine Singvögel im Garten und die werden natürlich auch gefüttert und dann kriegen sie auch einen Nistplatz, weil das nehmen die gern an und heute habe ich einer da noch ein liebes Nest montiert. Ich hoffe, sie freuen sich. Ein Vogel wollte Hochzeit feiern. So. Und da heuer kommen dann unten die Hühner rein, die Hühnerstall. Auf die freue ich mich schon, aber auch erst so im April, März, April werden wir die Hühner holen und dann kommt dann das Gehege und dann können sie herumrennen. Ja. So. Und jetzt gehe ich meinen Kaffee trinken. Komm gleich wieder, schaffst du es dabei noch? Ja.